Eine Karibik-Kreuzfahrt Mitte März, die sollte ihr Highlight des Jahres werden. Doch Heike Schinke und Matthias Schweikert aus Rottgau haben sich auf dem Schiff mit Corona infiziert. 3 Monate waren sie krankgeschrieben, hatten Fieber und Atemnot. Und dann begannen die Probleme mit dem Herzen. Das fühlt sich recht schlimm an, weil es schlägt manchmal 3-mal, setzt wieder aus. Man ist also matt, man kann also kaum was machen. Man hat Schmerzen, ich habe auch in den Händen und den Füßen Schmerzen. Also es ist letztendlich immer noch da. Heute wird Heike Schinkes Herz untersucht. Matthias Schweikert war schon dran. Die beiden sind nicht die einzigen Fälle. Ein Ärzteteam der Uniklinik Frankfurt testet zurzeit rund 150 Corona-Patienten. Eine Studie über Herzschäden als Folge von Covid-19. Im MRT zeigten sich bei über 3/4 aller Patienten Schäden. Überraschend auch für die Ärzte. Wir waren sehr erschrocken, als wir die ersten Patienten gesehen haben. Wir hatten natürlich gewusst, dass es Herzprobleme geben kann bei Covid, insbesondere bei schwer erkrankten Patienten. Und wir hatten dann die ersten Patienten, die eigentlich überhaupt nichts hatten vorher, die aus Ischgl wiederkamen oder sportliche junge Menschen waren, auch ganz geringe Beschwerden nur während der Infektion hatten und trotzdem Herzveränderungen zeigten. Schicht für Schicht wird das Herz der 50-Jährigen durchleuchtet. 20 Minuten muss sie in der MRT-Röhre bleiben. Durch das Kontrastmittel in den Adern können die Ärzte kleinste Entzündungen erkennen. Wir sehen bei vielen Studienpatienten Veränderungen des Herzbeutels, also des Beutels, der um das Herz herumgeht, das Herz ein bisschen im Platz hält und zusammenhält, dass dort einfach zu viel Flüssigkeit ist und eine Entzündung ist. Wir sehen Entzündung im Herzmuskel selber durch zu viel Wasser im Herzmuskel. Und wir sehen milchglasartige Veränderungen, eben wo das Kontrastmittel sich anreichert, die, und das ist das Erschreckende, auch auf längerfristige Schäden hinweisen. Bei Matthias Schweikert ist das Milchglasmuster gut zu sehen, der Herzmuskel immer noch entzündet. Noch wissen die Ärzte zu wenig über den Verlauf der Krankheiten in Verbindung mit Corona. Deshalb sei die Studie so wichtig. Langfristig werden wir gucken müssen, ob sich die Entzündung zurückbildet, ob der Herzmuskel so bleibt, wie er ist in der Funktion. Man muss nur darauf achten, dass das Herz sich nicht verschlechtert im Laufe der Zeit. Und das ist was, was wir regelmäßig kontrollieren sollten. Aufatmen bei Heike Schinke. Bei ihr geht die Entzündung zurück. Dass sie und ihr Lebensgefährte an der Studie teilnehmen können, findet sie in zweierlei Hinsicht gut. Dass man was erforscht, dass eben die Patienten, die den Coronavirus hatten oder haben, später nicht so starke Folgeerkrankungen bekommen und dass man eben schnellere Hilfe hat. In 3 Monaten werden sie wieder getestet. Die Studie soll insgesamt 5 Jahre laufen. Danach hoffen die Ärzte genauer zu wissen, wie es zu den Herzproblemen in Verbindung mit Corona kommt.